Hi Leute, herzlich willkommen zu Teil 2 Kinder Dino Paradies. Heute malen wir. Hier im Hintergrund seht ihr schon die fertige Arbeit. Wie ich das gemacht habe, zeige ich euch jetzt. So, wir beginnen mit dem Hintergrund. Im Hintergrund arbeiten wir hier mit einem Blau, was ich mir gerade zusammenmische. Das Blau ist an die Tapete angeglichen, die wir hier sehen, die ihr auch schon aus dem Teil 1 kennt. Wir werden sehr unscharf im Hintergrund beginnen und nach vorne immer detaillierter arbeiten. Mein erster wichtiger Tipp an euch, arbeitet erstmal sehr lasierend. Das heißt, viel Wasser, wenig Farbe. Fangt unten mit dem Pinsel an, mit ein bisschen mehr Druck und werdet nach oben hin weicher, dass die Gräser schön weich auslaufen, die wir in den Hintergrund malen. Wie gesagt, so einzelne Bereiche könnt ihr euch später rausholen. Macht erstmal Wand für Wand Hintergrund anlegen und guckt dann später, dass ihr euch ein paar Details rausholt. Wie ihr hier schön sehen könnt, haben wir hier Bereiche, die ich schon ein bisschen mehr rausgeholt habe. Da seht ihr das stärker Blau, da kann man schon ein bisschen mehr Pflanze erkennen. Auch hier in diesem Bereich eher weniger. Und da ist es nochmal ganz deutlich gewesen, da links in der Ecke. Wie gesagt, ihr könnt euch dann langsam von hinten nach vorne arbeiten. Einige von euch werden wahrscheinlich gedacht haben, Mensch, sieht ja erstmal aus wie eine Unterwasserwelt. Das Ganze ändern wir, indem wir mehr in den Vordergrund rücken. Ich habe hier ein bisschen mehr Grün dazu gemischt. Das heißt, ich habe hier so ein mittleres Grün. Das seht ihr hier gleich auf meiner Mischpalette. Ich habe mir hier so einen Deckel genommen, auf dem ich die Farben dann so ein bisschen zusammenmischen kann. So rutschen wir immer mehr in den Vordergrund und werden dann auch langsam detaillierter. Im unteren Bereich kann man schon ganz gut erkennen, sieht man, ist so ein bisschen Erde angedeutet oder auch so ein paar kleinere Gräser. So könnt ihr euch dann langsam nach vorne arbeiten. So, jetzt kommen wir langsam so in diesen mittleren Bereich, also nicht ganz Vordergrund. Wie man sehen kann, habe ich hier die rechte und die mittlere Pflanze schon mal so ein bisschen mit Grün übermalt. In der Mitte kann man auch schon so einen Teil Schatten erkennen. Bei der linken bin ich gerade dabei, das auszuarbeiten. Auch hier würde ich erstmal vorsichtiger vorgehen, wenn ihr noch nicht so viel Erfahrung habt. Ihr könnt immer noch mal mehr Farbe ins Bild bringen. Guckt euch das zwischendurch an, macht auch mal eine Pause und schaut dann nochmal drüber. Versucht das nicht in einem Stück runter zu rocken. Wie gesagt, wir sind auch noch gar nicht im Vordergrund. Ihr könnt euch da ein bisschen Zeit lassen. Wir sind auf dem Weg Richtung Vordergrund. Ich habe mir hier ein Schwarz und Braun gemischt für die Erde, die ich hier unten andeuten will. Hier solltet ihr dann nicht mehr rasierend arbeiten, sondern wirklich deckend.
Jetzt zieht er euch mit einem mittleren Grün so ein paar Gräser in den Vordergrund. Auch hier ist es so, dass ihr von unten ein bisschen mehr Kraft anwendet. Nach oben hin werdet ihr mal leichter. So laufen die Gräser schön weich aus. So, die Oberseiten der Gräser, die ihr gerade gemalt habt, verfeinert ihr euch nochmal mit einem schönen frühlingshaften Grün. So bekommen die von oben auch schön Licht. So, und damit die Erde jetzt nicht so platt wirkt und aufgesetzt, habe ich mit einem dunkleren Grün, wie ihr es auf der rechten Seite sehen könnt, schon mal so ein bisschen Blattwerk im unteren Bereich angelegt. Das Ganze hole ich mir dann noch mal ein bisschen mit einem helleren Grün nach vorne. Guckt dabei einfach, dass ihr die Pflanzen so ein bisschen unterschiedlich hinbekommt. Also malt nicht alles gleich groß, denn Natur ist nun mal nicht alles gleich groß. Macht zwischendurch auch wieder Pausen, dass ihr mal drüber schaut oder mal ein bisschen weiter weg guckt, wie sieht denn das Ganze aus, und dann könnt ihr euch immer noch Teile vorholen, verstärken. Also zu den Pflanzen im Vordergrund. Hier solltet ihr wirklich sehr, sehr detailreich arbeiten. Mein Tipp an euch, nehmt euch vielleicht ein paar Bilder aus dem Internet oder so, sucht euch ein paar prähistorische Pflanzen in dem Fall aus und malt die dann wirklich nach Vorlage. Sonst ist das schwer mit der Vorstellungskraft, gerade wenn man vielleicht auch anfängt zu malen. Eine Vorlage immer gut. Ein gutes Buch zum Beispiel geht natürlich auch. Legt euch so wie hier erstmal einen Grundton an und geht dann später in die Details. Falls ihr euch fragt, was ich da für einen Stock in der Hand habe mit dem Ball oben drauf, das ist ein sogenannter Malstock. Den Malstock verwenden wir Maler, wenn wir sehr detailreich arbeiten wollen, kleinere, feine Bereiche ausarbeiten. So ist man mit der Hand viel ruhiger unterwegs, denn man kann die Hand, wie man hier so schön sieht, auf den Stock auflegen und dann wirklich sehr ruhig malen, ohne da groß zu verwackeln oder die Hand in frischer Farbe auf dem Bild halten, was dazu führt, dass wir die vielleicht ungewollt irgendwo verteilen. Wie gesagt, arbeitet schön nach Vorlage, macht sich einfacher aus dem Kopf malen, ist echt eine schwierige Sache. Der kleine Zimmerbesitzer hat sich hier eine fleischfressende Pflanze dazu gewünscht, die soll er natürlich auch haben, und die arbeiten wir jetzt mal schön aus.
Auch hier lasst das Ganze wieder langsam von hinten nach vorne kommen. Ihr seht, der Grundton ist festgelegt. Und dann fangen wir mit den Details an. Noch ein wichtiger Tipp, wenn ihr Blüten malt, so wie hier gerade, geht auch gleich richtig in die Form. Das heißt, wir haben hier eine runde Form, also strukturiert das Ganze auch rund. Geht am besten als erstes so in die Schattenbereiche und strukturiert den Rest dann durch. So, hier gehen wir nochmal ein bisschen in die Schattenbereiche rein und holen uns einzelne Bereiche raus als Highlights, dass das Ganze auch schön Tiefe hat. So, wir sind fertig. Der große Bruder vom kleinen Zimmerbesitzer hier hat sich noch eine Unterwasserwelt gewünscht. Da nehme ich euch dann gerne wieder mit, wenn ihr möchtet. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Bis bald.